Welcome back, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Diem. Wir sind wieder am Stößel mit Facebophobia. Ich bin am Start mit Axel. Hallo. Shaggy. Hallo. Und ja gut, ich bin auch am Start. Und hier seht ihr auch schon unsere Challenge. Wir haben jetzt nur das Standard-Equipment. Was bedeutet EMF-Reader, Fotoapparat, dann Geisterbox, Videokamera, Buch und Standardtaschenlampen sowie UV-Licht. Mehr haben wir nicht dabei. Leider können wir jetzt auch hier die Quest wahrscheinlich nicht machen. Nee, keine einzige. Wir können keine einzige machen, Genius. Wir sind natürlich im Profi-Modus. Und jetzt schauen wir doch mal, ob wir den Geist finden. Denn wir haben ja herausgefunden, wir verlassen uns zu stark einfach auf die Taschen, auf das Thermometer. Das wird auch die sicherste Variante. Und ja, ich würde sagen, damit wir einfach mal hier so ein bisschen Abwechslung haben, fange ich mit der Geisterbox an. Warte, okay, antwortet gut. Der Gruppen. Perfekt. Dann lassen wir einfach mal die Lichter aus und ich gehe in jeden Raum rein und frage ihn was. Alter. Und sag auch schön seinen Namen, damit wir noch ein bisschen provozieren können. Wie heißt er denn? Steven Martin. Okay. Der Steven. Okay, dann provoziere ich ihn mal ein bisschen. Boah, wir werden sterben. Weiß ich jetzt safe. Schon. Aber wir haben ja nur Standard-Equip dabei. Ja, genau. Ey, das Standard-Equip Steven, ist auch bist du hier. Steven Martin, bist du hier? Steven Martin, wo bist du? Steven, wie alt bist du? Bist du alt, Steven? Erstmal weg von Donnie gehen. Bist du hier? Vielleicht habe ich eigentlich ein Fotoapparat dabei? Ich habe einen dabei, wenn du was findest. Ja, die Voodoo-Puppen gibt's halt. Ja, ich suche schon nach Knochen. Steven, bist du da? Ich habe halt auch nur zwei Ausrüstungsgegenstände gerade dabei, ist ein bisschen malig. Steven, bist du hier? Steven, bist du da? Weil hier wird die ganze Zeit nichts erkannt. Steven, bist du da? Also hier wird nicht mal, hier steht nicht mal irgendwas. Steven, bist du da? Hast du sie angemacht? Wo bist du, Steven? Nichts erkannt. Ja, an ist sie. Ich höre sie sogar von wie alt bist du, Steven? Nichts erkannt. Er flackert mit dem Licht. Wo bist du, Guys? Okay, er hat die Lichter ausgemacht. Weiß jemand, wo... Keine Ahnung. Ja, ich hab's angemacht. Guys, ja. Wo bist du? Ah, danke. Ich hab Angst, Steven. Wo bist du? Bist du hier, Steven? Hier ist der Knochen. Im Raum von der Voodoo-Puppe. Ich hab einen Schritt gehört hier irgendwo. Ich hab eine Tür gehört hier bei mir. Steven, bist du hier? Steven, wo bist du? Wo bist du? Okay, hier unten ist safe. Axel, hier in dem Raum ist der Voodoo-Puppe und im anderen Raum ist der Knochen mit Voodoo-Puppe. Okay. Also er muss irgendwo hier unten sein. Sicher, dass er oben nicht ist? Naja, ich hab halt da in dem Wohnzimmer einen Step gehört. Wo? Steven, bist du hier oben? Okay, die Lichter sind wieder aus. Steven, wo bist du? Steven, bist du hier? Bei mir! Wo? Echt? Was? Ist er wirklich bei dir? Ah ja. Ja, war bei mir. EMF2. Hier ist der Knochen. Also mehr provozieren konnte ich. Ja, ich habe ihm schon gesagt, dass da der Knochen ist. Wo ist der Knochen? Hätten mir eigentlich nie jemand zu. Wir haben schon fotografiert. Hast du auch schon die Voodoo-Puppen? Ja. Aber ich habe leider den Geist nicht fotografiert gerade. Okay. Hast du auch die Voodoo-Puppe hier oben? Die habe ich auch, ja. Okay, gut. Na, das sind wahrscheinlich die zwei Interaktionen. Ja, okay. Okay. Nope. Ach so, okay, doch. Wo ist der Geist? In welchem Raum? Na, hier drin war er. Hier drin? Okay. Hier drin ist er mir entgegengekommen. Weil dann rede ich hier mit ihm. Ich guck mal schon mal auf die... bist du da, Geist? Jo. Geist, bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Mädchen? Bist du ein Junge? Okay, Standardfragen. Nichts erkannt. Das ist schon ein ganz anderes Feeling hier, wenn man keine starke Taschenlampe hat und kein Thermometer. Wir haben auch noch keinen Hinweis. Ich sehe kein Orb, ich sehe gar nichts. Jetzt nehme ich noch das mit. Das Gute ist, wir müssen auch nicht ganz so vorsichtig sein.
Einfach aufgrund. Ah ja, ist hier schon eine Cam drin? Nee, oder? Ja, doch, hab schon eine platziert, okay. Aber ich hab grad noch eine zweite dabei. Hauptsache, der macht gerade die Tür zu, wenn ich rausgehen will. Ja, will dich halt snacken. Ja, nicht wirklich. Snack echt. Den Dani. Diese Taschenlampe, Alter. Gar nicht drauf klar. Gar nichts. Das ist krass. Wow. Okay, er ist da irgendwo. Da hinten im Eck. Mach ein Foto. Okay, er hat eine Axt in der Hand. Nicht so geil. Der Axtmörder. Mir jetzt nicht so sympathisch. Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe verloren. Meine UV-Lichtlampe habe ich verloren. Ah, da ist sie ja. Die habe ich panisch geworfen. Ich dachte, das ist okay. Das sind so Reflexe. Also ist mir jetzt nicht so sympathisch hier, muss ich gestehen. Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Ich sehe hier keine Abdrücke. Echt? Spaß. Hast du hier auch schon hingeschaut? Mhm. Ah. Okay, die Cam steht da, dann platziere ich irgendwo hier hinten noch meine Cam. Steven! Wie heißt der? Steven Martin, oder? Hauptsache ich habe die ganze Zeit seinen Namen gesagt, aber ich habe schon wieder vergessen. Steven Martin, ich renne jetzt raus, weil ich habe Angst. Tschüss! Tschüss! Jetzt lasse ich euch nochmal alleine. Tschüss! Okay, haben wir schon ansatzweise irgendwas? Nö. Tatsächlich nicht. Das ist toll. Ich habe ihn nur schon gesehen. Und wir hatten kein Cam dabei, oder? Doch, ich habe ein Foto gemacht. Ah, nice. Stimmt, ich Foto hab, und Interaktion. Ja, ich Geist noch, und Interaktion habe ich auch noch. Was? Ach, die Puppen zählen auch nur als Interaktion. Ja, genau. Okay. Aber jedes Foto, wo drüber das Ganze in schwarz steht, das zählt, also das wird gewertet und gibt Geld. Okay, das ist ein Licht da hinten. Ich hab extra zwei Cams. Ich hab die zweite aufgestellt. Was? Ja. Hast du? Ja, die wir hier gerade anschauen, die habe ich aufgestellt. Ich hab hier noch eine aufgestellt. Ja. Ich habe da hinten auf dem Tisch eine, siehst du die? Ja, stimmt, aber die funktioniert nicht. Kann ich die nicht? Ach, die suche ich nicht an. Ja. Wow. Wow, also von deinen zwei Cams ist eine an, die andere aus. Classic. So, ich nehme jetzt einfach nochmal das Buch mit. Ich habe jetzt eine Cam dabei. Mustergenerator, ich würde den jetzt gerne mal wieder anmachen. Oben. Oben, rechts, ach, links. Ach so, der geht schon. Ah ja. Wow. Das Licht ist ja an, ne? Oder? Ja. Strom. Strom ist on. Wir haben halt noch nix. Nee. Ich setze jetzt einfach mal das Buch hier. Wir eigentlich. In den Raum hier. Ja, es ist halt immer dieses Standard-Equip. Ist die Cam an? Ja, jetzt habe ich sie angemacht. Okay, dann schauen wir nochmal. Ich gehe jetzt nochmal mit dem EMF hier durch. Okay, da drin flackert das Licht. Hier drin. Komme ich auch gleich hin? Wait a sec. Sag mal, was machst du da draußen? Ich sag, wir müssen Spezialeffekte hier. Ja. Also, mit dem UV-Licht sehe ich gar nicht. Schau auch nochmal durch. Ich würde lachen, wenn das hier gar nicht der Geisterraum ist. Ja, aber er ist ja da schon aufgetaucht. Also. Ja, schon mehrmals, ne? Ja gut, aber auftauchen kann er überall. Weil sonst könnte man ja auch nicht hier zum Beispiel, wenn wir hier ein Wasser brauchen, also ein Waschbecken. Das war safe, ne, ein anderes Zimmer. Wo er die Tür aufgemacht. Steven! Okay, Stufe 2. Hier. Badezimmer. Lol, nicht, dass wir jetzt schon die ganze. Wow. Die ganze Zeit ins falsche Zimmer rumeiern. Das wird aber zu uns passen. Wäre ja nicht das erste Mal. Wir können mal hier. Das Licht an. Also, ich wollte sagen, ich hole das Buch. Das zweite Buch und setze es mal den anderen rum. Ja, nimm auch mal eine Cam und setz sie mal dran. Mhm. Lichter sind wieder an. Axel, folgst du mir etwa unauffällig? Unauffällig, ja. Also ganz ehrlich, er huntet. Oh. Tschüss.
Safe Room. Okay. Safe Room. Ja, ich bin Adi. Auch unterwegs. Wir sind im Safe Room. Ich glaube, er ist auch auf dem Weg auf dem Safe Room. Ja, glaube ich auch. Tschüss. Was? Mach die Tür zu. Ja, hab ich. Okay. Okay, ich gehe wieder runter. Ja. Nee, der ist unten. Okay. Der ist bei mir. Scheiße. Scheiße. Ich laufe, aber ich kann hier, glaube ich, im Kreis laufen. Wenn er nicht schneller ist als ich, dann kann ich hier im Kreis laufen. Nein, er hat mich. Oh Gott, ich war gerade auf dem Weg nach oben, dachte mir so, fuck, der ist oben, gehst wieder runter. Und dann war er die ganze Zeit unten. Ich hab echt so hart nach oben geklungen. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich habe ja nix, gefühlt nichts dabei gehabt, also. Ist nicht so der Stress. Ja, stimmt schon. Ja, unten nix. Nee, da liegst du nicht. Aber shit, ich bin dann nochmal runtergegangen, auf einmal wurde das Bumpern lauter. Ey, alter Vater. Ja, was machen wir jetzt? Ja, wir haben noch gar nichts, wir müssen da wieder rein. Ja, wir müssen noch irgendwie Zeug holen, oder? Alles Zeug ist bereits im Haus. Alles echt? Zeug ist tatsächlich ja, im Haus. Mehr haben wir nicht. Wie gesagt, wir können auch mal eine Cam ins Badezimmer stellen, weil da hat sie auch Ausschlag. Hast du da eigentlich den EMF-Reader liegen lassen? Der EMF liegt noch in einem Raum, ja. Nee, aber ich meine, weil die Shaggy hat hier im Badezimmer eins gesehen, hat sie da den gedroppt, frage ich mich. Nee, aber das mach ich jetzt mal. Okay. Alter, da geht gar nichts hier. Wie gesagt, das ist krass. Kommt man jetzt diese krasse Ausrüstung nicht mehr? Das ist gar nicht mal so einfach. Ah! Okay, Step neben mir. Ich will hier gar nicht sein, eigentlich. Kennt ja noch mal die Geisterbox, die man mit der Geisterbox ins Badezimmer. Das ist mein Badezimmer. Mhm. Hier daneben, oder? Ja, hier genau. Im Badezimmer. Also hier, bei, hier. Im Waschraum hier. Okay. Oh. Step. Der antwortet auf Gruppen. Hallo, ist da jemand? Ist das Licht an? Nee, ist okay. Aus. Ist jemand unter uns? Wie alt bist du? Steven Martin, bist du hier? Tschüss. Hallo? Ja, krass, also. Wir sind echt zu verwöhnt geworden. Er macht gar nichts. Nee, der macht echt null. Außer er macht was, aber halt in seinem Geisterraum, der nicht hier ist. Aber hier ist auch kein Step, also der muss schon da unten sein. Ich geh jetzt mal raus und guck nach dem Geister. Axel, bist du sicher, dass du alleine drin bleiben willst? Ich geh auch raus. Ich geh auch gerade raus, ja. Ja, da liegt meine Leiche, könnt auch ein Foto machen. Hab ich schon. Okay. Achso. Beide. Jawohl. Einmal von vorne, einmal von hinten. Da, ein Geisterorb. Sicher? Ist das in der Küche, in dieser... Waschküche. Ja, stimmt, da ist Geisterorb. Oh Junge, unser erster Hinweis. Ja. Ja, spät. Ah gut, dann wissen wir jetzt, dass das der Raum ist. Ja gut, ja. Na stimmt. Gut, dann jetzt nochmal die ganze Palette runterrattern. Ja, alles nochmal da hinten. Aber Geisterbox war da nix. Alter, unsere Sanity. Wir sterben, weiß ich. Ja. Wir schaffen es nicht. Ja gut, Axel, aber ich hatte auch schon... Axel, ich hatte auch schon teilweise 4-5 Mal nichts erkannt und dann beim 6. Mal hat er dann was gesagt. Soll ich uns die Lichter oben anmachen? Ja, kannst du machen. Ah, Geisterbuch beschrieben. Echt? Ja. Okay, nice. Ja, stimmt. Hier eine Waschküche. Okay, Shade, Yuri. Shade oder Yuri? Oh, okay, das ist doch Shade ist schüchtern, es könnte sein. Und Yuri ist... Geister... Gefriertemperaturen? Okay, hatte ich bisher gar nicht. Und Shade ist EMF Level 5. Okay, Lichter gehen wieder. Okay. Oh mein Gott. Was? Der macht Faxen nie mit mir. Hier in dem Raum wurde ich mal mit so einer Flasche abgeworfen, Axel. Als Shaggy und ich gestern zu zweit aufgenommen haben. Der Eiskalt. Er hat. Axel, lauf am besten nach oben. Versteck dich da nicht. Ah, er ist bei mir. Ja, komm. Hoch. Nee, der ist nicht bei dir. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo ist er. Ich habe ihn bei mir gesehen.
Ja, der ist in dem Raum, wo du gerade drin warst. Ja, lauf nach oben, das ist wieder der Axtmörder. Der läuft jetzt hier gerade ins Wohnzimmer. Lauf ins Safe Room. Der läuft jetzt Richtung Treppe. Okay, gut. Ich bin irgendwo ganz woanders, ich bin nicht im Safe Room gekommen. Okay, der ist jetzt auf der Treppe, läuft nach oben. Okay, gut. Ich bin Gott sei Dank nicht in den Safe Room gegangen. Okay. Er läuft nach rechts. Scheiße, da bin ich. Oh oh. Er läuft nach links in den Safe Room rein. Hast du dein Licht aus? Shit. Er ist straight zu dir gelaufen. Oh mein Gott. Ah, ich hab mich jetzt voll gerissen. Scheiße. Oh, er ist halt straight zu dir gelaufen. Er ist dir halt voll gefolgt. Ja, was mach ich jetzt? Ja, weiter forschen. Wir haben okay, kein Equipment, also wenn du verreckst, dann... Mein Gott. Okay, was fehlt denn jetzt noch? Ich hatte mit mir oben das EMF, ne? EMF liegt bei mir oben. Ja, nee, es gibt ja mehr EMF. Ja, also es muss EMF noch sein oder geführter Barton. Ah, er hat ein Tier geschmissen. Irgendwo... Nein, das bin ich. Ich hab eins in der Hand, ich bin ja. Nein. Boah, hat's mich gerissen. Alter. Ich versteck mich so hinter diesen Sachen. Ja. Aber dann auf einmal bin ich aber tot. Okay. Alter, er schmeißt was nach mir. Alter! Das bin ich. Ach so. Alter. Geht ab. Alter, hört auf. Das ist halt jetzt der einzige Nachteil, weil sonst, wenn man halt irgendwie so Gegenstände fliegt, die sie sieht, kann man wissen, aha, ja, das ist ein Oni. Was mach ich denn jetzt? Aber jetzt, wenn die Toten auch werfen können, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Ja, EMF oder, oder Gefriertemperatur. Mehr kann es nicht sein. Ach so. Dann kann ich ja meinen. Kann ich ja erstmal ein Foto vom Axel machen. Der ist oben, safe room. Bin ich da jetzt gar nicht. Okay, bald. Warte, ich versuche jetzt mal die Schaukelstuhl zu bewegen. Ich versuche einen Turm zu machen. Wir sind produktive Geister. Aber den Schaukelstuhl kann man nicht bewegen. Schau gerade mal, was man hier alles nehmen kann. Aber ich will, kann man nichts nehmen. Okay. Oh, ich habe es gehört. Hey Axel, willst du Ball spielen? Alter Leute. Ich bin hier voll im... Okay, Basketball, hört auf. So macht ihr, ihr verdreckt alles. Verdreckt alles. Wir spielen doch nur ein bisschen Ball. Da? Gibst du mir mal ein Zeichen oder Geisterbox so? Kann es nicht sein. Nein, ich habe also. Hab doch die Geisterbox nicht in der Hand. Ich will doch einfach nur, dass er was tut. Kannst du mir EMF5 geben? Was ist das zweite nochmal? Gefriertemperaturen. Aber ja. Die haben wir nicht. Die hätten wir schon längst haben müssen. Ich bin dafür. Wir Warte, stell dich mal hin. Ich schau mal auf den Atem. Nee, habe ich ihn null. Nee, ist ja nichts. Ja gut, dann EMF. Ich bin dafür, wir fahren. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Cash. Ja. Geisterorb und... Ich glaube, es ist EMF, weil das EMF ist manchmal richtig schwierig zu erraten. Mhm. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich einfach raus will. Sondern auch, dass wir die Challenge schaffen. Wenn ich falsch liege, dann weiß ich auch nicht. Und der Geist ist hart inaktiv, er macht gar nichts. Wie gesagt, ganz ehrlich, ich finde es so schwer ohne dieses krasse Equip, obwohl es eigentlich gar nicht mal so viel ist, was man da dazu ja. Noch hat. Also EMF ist ein Shade und Shade ist sehr bekannt dafür, dass er sehr schüchtern ist. Ja, deswegen sind hier auch zwei Tote. Aber gut, er macht fast nichts, deswegen. Ja, also er macht halt wirklich fast nichts. Er ist nur mal aufgetaucht, aber... Und der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Und wir waren eigentlich immer relativ verteilt im Haus. Mhm. Ja, ich würde auch sagen Shade. Ja, sollen wir dann fahren oder soll ich nochmal rein? Ich hab Bier mitgebracht. Geil. Wir können auch fahren. Toll. Danke! Habt ihr alle ausgewählt? Ja. Ich hab jetzt Shade ausgewählt. Ja. Ich auch. Mach nochmal ein random Foto. Hey, Dubmeister heißt das Bier. Ja. So. Nein, ich werde dich ja 5% Alkohol. Alter Förder. Von 1903.
Dani, hast du den Geist jetzt eigentlich mal gesehen? Ja. Okay. Also als ich ihm hinterhergejagt bin, als ich tot war. Ein Shade! Nice, 22 hey. Dollar. Wuhu. Nein, das ist so. 135 Dollar. Aber gut, wir haben fast nichts verloren. Ja, das stimmt. Ich habe einen EMF-Reader, eine Taschenlampe verloren und ein Geisterbuch. That's it. Okay, Ladies and Gentlemen, das war's mit dieser Folge. Wir haben jetzt mal die Challenge versucht, nur die Anfangsgegenstände. Und ganz ehrlich, es war todesschwierig. Oder was meint ihr? Ich fand es richtig schwer. Also gefühlt, obwohl man nur relativ wenig Equipment sonst noch dazu kauft, ist es, oder was man braucht zumindest, ist es einfach so ein krasser Unterschied. Leider konnten wir natürlich auch keine Quests erledigen. Das waren alles Schissel, was wir noch nicht hatten. Aber ja, war auf jeden Fall mal spannend, mal wieder so auf die ersten Level zurückzugreifen. Und ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.